Er macht ein Angebot für dieses einmalige Feld. Es ist bestes, saftiges Weideland. Nach Mein linker Fuß, nun ein Film so faszinierend wie Irland selbst. Kein Fremder wird für mein Feld bieten. Für Bull McCabe ging es um den Sinn des Lebens. Ohne Land wären wir so flüchtig wie diese Pusteblume. Für Tyke war es eine Frage des Gehorsams. Nur eine Trachtprügel. Man muss ihn ja nicht gleich umbringen. Für Maggie war es eine Tradition, die gewahrt werden musste. Wenn du jetzt zerbrichst, ist auch Tyke verloren. Wer kümmert sich dann um das Feld? Für Bird war es die einmalige Chance, etwas mitzuentscheiden. Ja genau, ein echter Bull, ein echter Bull, ein echter Bull! Und dann kam ein Fremder und wollte das Land. Wenn ich das Feld betoniere, habe ich eine Basis, um an den Kalkstein ranzukommen. Das wird eine faire Auktion, McKay. Ich will keine vorherige Beeinflussung. Niemand würde es wagen, einen Fuß auf das Feld zu setzen, ohne Putz erlaubt ist. Das Feld gehört mir. Das warten wir erst mal ab. Der Amerikaner sagt, er wird dich in jedem Fall überbieten. Stehst du auf der Seite von diesem fremden Bastard? Den bring ich's bei, dem Jenk. Dieser Eindringling will mein Lebenswerk mit Beton zugießen. Das ist entwürdigend für uns alle. Bring sie zurück in ihr eigenes Land. Das Feld gehört mir. Das Feld. In den Hauptrollen Oscar-Preisträger Richard Harris und Brenda Fricker. Mit John Hurt, Sean Bean, Francis Tomerty, Jenny Conroy und Tom Berenger. Buch und Regie Jim Sheridan.